Tja, Leute, ich bin ratlos. Ich finde dieses Ding einfach nicht. Ich habe jetzt, keine Ahnung, 10, 15 Minuten lang wirklich gesucht, intensiv. Nicht nur hier überall, weil ich habe hier einfach alles abgesucht. Ich habe jeden einzelnen Quadratmillimeter abgesucht. Das Ding gibt es hier einfach nicht. Ich meine, es ist ja recht herausstechend, sage ich mal. Und dennoch, es ist nicht hier. Also zumindest bin ich nicht in der Lage, es zu finden. Was sehr schade ist. Es kann aber auch sein, dass der letzte Schatz. Na, der letzte Schatz halt Dingensen ist. Dieser runde Stein. Aber, na gut. Es tut mir natürlich auch weh, das zu beenden, so, weil. Es ist ja wirklich nur noch dieser eine Stein und der Schatz halt. Und der Schatz, glaube ich, wesentlich einfacher zu finden als das Ding hier. Weil es das auch nicht so sagen kann. Weil der Schatz scheint nicht offensichtlich zu sein. Und hier in der Höhle ist auch nichts. Ich hätte gedacht, vielleicht hier kannst du irgendwie was wegholen oder so, was hier wegtragen, hast den Stein gefunden. Ist nicht. Nee, es gibt's ja einfach nicht. Also ich bin ratlos, ich sehe nicht weiter. Im Wasser habe ich noch nicht gesucht gehabt, aber ich glaube, im Wasser gibt es ja auch nichts. Wäre es nicht ein bisschen zu gemein im Wasser? Ja, zumindest ist hier nichts drin. Also, das war's. Ich komme hier nicht weiter. Es gibt hier leider für mich keine Möglichkeit, diesen runden Stein zu bekommen. Das ist sehr schade, weil ich es gerne wüsste, was dahinter ist. Und hier ist auch leider nichts. Ich habe auch schon bei den Felsen geguckt. Ich habe überall geguckt. Ich habe sogar in anderen Maps geguckt mit dem Felsen. Dummerweise finde ich es nicht, was mir extrem, extrem leid tut, weil ich eigentlich Hero of the Kingdom und zu 100% spiele. Ich weiß gar nicht, ob ich es beim anderen geschafft habe. Müsste ich mal gucken. Vielleicht ja, vielleicht nein. Keine Ahnung. Okay, das ist natürlich sehr ärgerlich. Aber was soll man machen? Das ist halt so. Können wir auf jeden Fall noch ein bisschen Krabbe geben? Du verfressenes Stück. Echt der Wahnsinn. Vielleicht gibt er mir aber auch einen Schatz oder diesen runden Stein. Das kann auch sein. Ah, das glaube ich nicht. Das ist ein bisschen zu weit aus hergeholt. Ey, der will wirklich unendlich viele Krabbendinger haben. Heftig. Willkommen, Held. Die ganze Stadt wird über deine großen Taten sprechen. Das ist richtig, Kapitän. Jetzt sind Sie ein Ehrenmann. Ich bin ein Held, das ist wahr. Alle haben mich mit Bewunderung angeschaut. Aber ich habe nur getan, was ich tun musste. Und was mein Herz mir gesagt hat. Ich wünsche keinen Ruhm oder Rang. Meine Familie und meine Freunde sind in Ordnung. Und das ist das, was zählt. Und das ist das. Ja, das. Und das ist, was zählt. Es ist Zeit, ein großes Fest zu Ehren unseres Sieges zu arrangieren. Und unsere Verlobung. Toll. Ich habe lange keine anständige Feier gesehen. Lassen Sie mich Pracht hinzufügen. Silvesterknaller, es lebe unser Held und unsere Prinzessin. Tja, jetzt haben sie sich gerade geknutscht, man hat sie gerade gesehen. Ich war gerade auch ein bisschen abgelenkt. The End. Okay, was ist, wenn wir auf Spielen klicken würden? Es ist wieder Tag. Ich danke dem Agent Tulquan und dem Zauberer für ihre Hilfe. Unsere Wege trennen sich, aber wir bleiben Freunde. Meine Liebe, es war ein schönes Fest. Von nun an werden wir zusammen sein. Sohn, ich vertraue dir meine geliebte Tochter an. Werdet glücklich zusammen. Rang, lange Ruf, oh, 300 namhaft. Ach genau, da war noch ein bisschen mehr gewesen. Es lebe unser Prinz, unser Held und unsere Prinzessin. Nicht nur er hat was zu quasseln gehabt, sondern hier hinten habe ich gesehen gehabt, dass der hier auch noch was zu reden hat. Willkommen zurück, Junge. Ich sehe, du hast deine Schwester gefunden. Der alte Mann war erfreut über unseren Besuch. Er bot uns ein neues Zuhause an. Die Prinzessin und ich werden nicht in diesem Dorf bleiben, aber vielleicht wäre mein Bruder interessiert. Es sieht schön aus hier. Der ideale Ort für einen Neuanfang. Lasst uns hier bleiben, mein Bruder. Sehr gut, wir werden in diesem Dorf leben. Ich muss für das Böse, das ich getan habe, büßen. Ich werde diesen guten Menschen helfen. Ich bin froh, dass meine Geschwister im Dorf leben werden. Ich kann sie jederzeit besuchen. Mach dir keine Sorgen, mein Bruder. Ich kümmere mich um unsere Schwester. Für mein Schiff, bitte, geben Sie es Hobson. Er hat es am meisten verdient. Na gut, seht ihr, was hier so noch so ein bisschen kommt? Also wir sind auf keinen Fall noch fertig. Das Schiff werden wir jetzt. Wahrscheinlich müssen wir zu Hobson direkt gehen. Jo. Willkommen. Was ist los? Haben Sie es geschafft, Black Rose zu stoppen?
Ich erzählte Hobson alles, was passiert ist. Schließlich gab ich ihm die Nachricht von meinem Bruder über das Schiff. Unglaublich. Also, er ist dein Bruder. Darüber hinaus hat er mir sein Schiff gegeben. Hobson war erfreut, dass alles gut verlaufen ist und dass Black Rose lebendig war. Er bat mich, ihn an den Ort zu bringen, wo das Piratenschiff verankert war. Mit Freuden. Oh, es ist das berühmte Schiff. Jetzt ist es meins. Hobson begann eine Liste zu erstellen mit allem, was er auf seinem neuen Schiff benötigte. Er kann es nicht erwarten, auf der Kommandobrücke zurück zu sein. Ich werde es zu einem Handelsschiff machen. Was denkst du? Ist das eine gute Idee? Hobson bat mich in Mannschaft und Ausrüstung zu holen. Er will verhandeln. 5 Arbeiter, 2 Segel, 5 Boot, 5 Wasser. Eieiei. Ja, ist noch nicht Ende, wa? Jetzt ist kaum ja, ne? 5 Arbeiter erstmal. Ist noch nicht zu Ende. Ich brauche mehr Fässer erstmal. Holen wir uns die Fässchen. 5, ne? War es gewesen? Ne, brauche ich die Fässer? Ziemlich verwirrt. Ne, brauche ich noch nicht mal. 2 Segel, 5 Brot, doch 5 Fässer mit Wasser. Alles klärchen. So, das. Dann haben wir hier noch 5 Brot. Viel Geld haben wir nicht mehr. Jetzt kosten die Segel jeweils 60. Damit sind wir schon ärmer. Und die werden wir jetzt auch tauschen gegen 8 Stück. Was habe ich nur? Ach ja, 5 war ja richtig. Ich habe irgendwie immer noch 8 im Kopf. Ich habe Hobson alles gebracht, was er braucht. Dankeschön. Du weißt, ich kann nicht alles, ich kann nicht zahlen, aber du kannst dir alles nehmen, was auf der einsamen Insel bleibt. 5 Ruhm. Hebe den Anker, wir steuern auf das Meer zu. Gibt es eventuell hier was? Noch? Ein Stein oder so? Er meinte, ich kann mir alles nehmen, was hier noch ist. Super, ist nichts mehr. Ich habe mir schon alles genommen. Ist ja ganz nett. Okay, wir haben 308 Ruf, was jetzt auch nicht gerade wenig ist. Ich weiß nicht, wo diese Mistfelsen sind. Und Schätze und so weiter fehlt auch noch. Ein Schatz fehlt noch. Tja, fehlt noch so viel eigentlich. Theoretisch können wir jetzt mal durchgucken, wie die Quests verlaufen sind. Oder wie die Quests hier noch sind. Wenn es noch welche gibt. Und schön aus schon nach einem Dings halten. Nach einem Schatz. Oder neuen Quests. Oder einem runden Stein. Einem hässlichen runden Stein. Naja, der kann nur da hinten sein. Aber gut, dass man weiterspielen kann. Das ist schon mal was Tolles. Ich weiß gar nicht, ob man mal anderen weiterspielen konnte. Bin ich mir gerade unsicher. Zumindest haben wir alles fertig. Der Magier ist wahrscheinlich wieder zurück in seinem Magierturm. Neue Quests sehe ich ja auch nicht. Alles befreit von Monstern und allem. Meine Güte, habe ich hier viel Schaden angerichtet. Uiuiui. Friedhof. Okay, bisher scheint hier immer noch nichts zu sein. Also keine neuen Quests. Hier haben wir nur was zum Reden. Ich lebe unser bla bla bla. Der kann mir sonst mal was. Ist mir egal. Wollte ich damit sagen. Ich glaube, da waren wir schon. Da waren wir jetzt. Haben wir auch schon eigentlich alles abgesucht. Da ist nichts mehr. Schmugglerversteck. Die sind auch schon fertig. Fix und fertig sind die. Hier haben wir keine Dialoge mehr. Ist aber schade. Ich brauche immer noch einen Stein und einen Schatz. Da ist nix. Almosen noch mehr geben. Kein Stein, ja. Ich verstehe es nicht. Ah, hier sind Pilze. Sind nachgewachsen, aber ist jetzt auch egal. Ich werde ganz kurz unten noch gucken. Einfach mal alles abchecken, nochmal nach neuen Dialogen. Aber ich habe keine Schatzkarte mehr und so, ne? Also eigentlich finde ich jetzt keine Schätze mehr, außer wenn ich halt random irgendwo rumklicke. Mich nervt das tierisch, dass ich dort einfach mal Dings nicht habe. Die 100%. Geht mir so richtig auf den Sack. Hier hätte theoretisch noch ein Schatz sein können. Aber ist nicht. Kann man den roten, den Toten stören? Der soll mir helfen, die faule Sau. Ach, Mann.
Das geht mir sowas von auf die Nüsse. Gehen wir mal hier lang. Wir checken einfach nochmal alles ab und gucken denn, ob hier noch irgendwas ist, irgendwas Auffälliges oder so. Sowas wie einen runden Stein oder so. Ich weiß aber auch nicht mehr, wie der aussieht. Das ist das Problem. Ich habe diese Steine, glaube ich, gar nicht einmal gebraucht, oder? Oder doch einmal? Aber zumindest sehr, sehr, sehr selten habe ich die gebraucht. Okay, jetzt brauchen wir die einsame Insel. Der müsste ja eigentlich schon... Oh. Hobson gab mir sein Eigentum. Ich werde sein Haus durchsuchen. Vielleicht kann ich etwas Interessantes finden. Ach, das sollte ich durchsuchen. Nicht die Insel, sondern das hier. Ich fand nur Müll, aber eine Karte sieht interessant aus. Sie markiert einen Platz in der versteckten Lagune. Das ist doch genial. Siehst du, da ist es nämlich schon. Der kleine Schatz, der hier hinten nämlich, wahrscheinlich. Da unten ist er. Ach, das ist doch ärgerlich. Jetzt fehlt nur noch ein einziger Erfolg. Das ist nämlich der nächste Schatz, oder der letzte Schatz gewesen. Ihr habt noch alle veräppeln, ey. Ein einziger noch, und zwar... Nee, zwei sogar. Nee, hab ich gereinigt, alles klar. Ach so, die Rüstung fehlt auch noch. Findet eine patriarchische goldene... Ach, das ist der Typ hier. Ja, ja, Forscher. Ich verstehe schon, das ist nämlich die Rüstung, die wir brauchen. Ach, wie mich das abfuckt. Kann mir irgendeiner suchen? Mit helfen. Suchen. Deutsch perfekt. Es kann doch nicht so schwer sein, nur einen scheiß Stein zu finden. Ich will die finden. Ich will die finden. Ich muss die finden. Sagen wir es mal so. Mein Ehrgeiz ist geweckt, aber hier kann es nicht sein, der Stein. Hier kann der Stein nicht sein. Wir haben schon, nämlich schon zwei Eckige gefunden. Die Runden müssen da oben sein. Oder andersrum, ist ja egal. Ne, Runde ist ein Runder fehlt noch. Ein Steinball fehlt noch. Ich meine, der kann doch nicht so schwer zu finden sein. Mach die Augen auf, Mensch. Kein Felsen, kein Steinball. Das kann nicht sein. Ich muss den Steinball finden. Geht nicht anders. Das ist das allerletzte Teil, was es hier gibt. Und das nervt mich schon wieder. Das war bei Hero of the Kingdoms 1 genauso gewesen. Immer das letzte Teil nervt einen. Ich verstehe es nicht. Er muss definitiv hier irgendwo sein. Ich meine, hier unten waren beide gewesen. Hier. Einer lag hier irgendwie oder hier hinten und einer lag hier hinten. Da muss der andere auch da oben sein. Es geht nicht anders. Na gut, ich würde sagen, wir machen eine ganz kurze Pause. Also ich mache eine kurze Pause. Also wir sehen uns dann gleich wieder in ein paar Sekunden. Ich werde den Stein suchen und sobald ich ihn gefunden habe, ich werde ihn finden, sofern er existiert. Ansonsten muss ich mal Lonely Troops nerven, ob es den Stein denn wirklich gibt, weil ich ihn haben will. Haben will Steinchen. Nun gut, ich würde sagen, dass wir sehen uns dann gleich wieder in wenigen Sekunden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis in wenigen Sekunden. So, Freunde, willkommen zurück wieder bei einer weiteren Teil von Hero of the Kingdom 2. Und zwar habe ich gerade dem Entwickler mal ganz kurz geschrieben bezüglich dem Stand der Übersetzung und habe nebenbei noch ganz kurz gefragt, wo der zweite Stein ist, ob der nicht ganz zufällig vergessen wurde, denn finden konnte man ihn nicht. Der zweite Stein ist nämlich bei einer Salamanderwache. Dieser Stein gehört zu einer der Salamanderwachen. Ich kann es nicht nehmen. Da seht ihr ihn nämlich, da ist er. Ich habe ihn echt nicht hier gesehen, das ist krass. Die Salamanderwache ist bereit, ihn mir zu geben. Wenn ich ihm eine Kanonenkugel gebe, die haben wir nämlich auch übrig. Und die geben wir einfach mal. Kriegen den Steinball und können alles einsetzen. Zwei Steinbälle, zwei Ecken. Und jetzt können wir reingehen. Müssen erstmal noch ein bisschen kämpfen. Kriegen noch einen Schatz. Ist auch natürlich noch sehr schön. Haben wir jetzt also 13 von 12 Schätze theoretisch gesammelt. So, noch einer und die letzte wahrscheinlich. Wunderbar, die letzte Schlange.
die wir hier besiegen. Oh, noch ein Schloss. Okay, jetzt muss ich mal ganz kurz richtig hinsetzen. Wir haben noch ein paar Minuten. 112 Money. So, was kriegen wir hier sonst vielleicht noch mit? Nix mehr, null, nada. Und was haben wir hier zum Bauen? Ein öliges Fass brauche ich, oder ein Fass mit Öl. Das werden wir uns ganz kurz holen. Und dann war es es auch schon fast gewesen. Ganze 288 Money habe ich noch, das ist ja richtig viel, wa? Rein da, rein da. Dieser Aufzug wurde seit Jahren nicht benutzt. Er braucht kleine Reparaturen. Oh, jetzt wird es aber nochmal richtig spannend. Und es geht noch weiter runter. Und zwar müssen wir eine Fackel benutzen. Glücklicherweise habe ich ja früher oder vorhin letztens mal drei gekauft gehabt. Und da ist er, der Altar. Und dafür brauche ich nämlich die Runen, die ich die ganze Zeit gefunden habe. Die grüne Rune, die blaue Rune und die rote Rune. Und entstehen tut eine Goldrüstung. Finde eine patriarchalische goldene Rüstung. Und das war's gewesen. It's over. Das war's gewesen mit dem Spiel. Da haben wir noch eine Rüstung. Ich sehe, du hast die sagenumwobene Goldrüstung gefunden. Sie haben meine Anerkennung, Kollegen und Entdecker. Zwei Ruf. Und damit haben wir das Maximum von 310 Ruf erhalten. Die goldene Rüstung. Da kann ich damit nicht viel machen. Eine Krone der Macht. Eventuell könnte man noch rumlaufen, aber ich glaube, das ist auch unnötig, weil wir die Rüstung eigentlich zu nichts brauchen. Soweit ich weiß, brauchen wir die Rüstung wirklich zu nichts. Also keine Dialoge mehr. Würde mich natürlich dennoch interessieren, ob es hier irgendwo was gibt. Ich werde mal ganz kurz hier so lang laufen. Und werde dann schon mal so ganz langsam den Abschied des Let's Plays ankündigen. Denn das war's dann gewesen. Auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Spiel. Das Spiel hat mich unglaublich unterhalten. Na, leider hat er nichts Interessantes. Es hat mir unglaublich Spaß gemacht. Also ich habe es extrem schnell durchgesuchtet. Es hat mir so viel Fun gemacht. Genauso wie Hero of the Kingdom 1. Beides habe ich so durchgesuchtet und ohne Ende. Also es ging gar nicht. Wie viel Sucht ein Spiel verursachen kann, das ist schon echt heftig. Ja, Leute. Das würde ich sagen, war es gewesen. Ich werde hier hinten beim Vulkan noch ganz kurz unter, ja, das Ending Screen. Alle Errungenschaften 48 von 48. Das ist alles fertig. Die Krone, den Teufel getötet, zerstöre den Dämon, erwerbe die Krone der Macht und so weiter und so weiter. Das war's gewesen, Leute, mit Hero of the Kingdom 2. Danke an Lonely Troops für das Spiel und für den Key. Und ja, dass ich die Übersetzung fürs Deutsche machen darf, denn die ist schon so ein bisschen teilweise notwendig, glaube ich. Freut euch also, wenn ihr euch das Spiel kaufen solltet, auf die richtig gute deutsche Übersetzung. Und ja, das war's gewesen, Hero of the Kingdom. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, Hero of the Kingdom 2. Ich freue mich schon auf den dritten Teil, sollte es eingeben. Sie lassen sich immer wieder schöne neue Dinge einfallen. Der erste Teil war extrem gut, der zweite Teil sogar noch länger gefühlt. Und fand ich auch wirklich extrem, extrem geil. Also unser Inventar sieht so aus, dass wir hier die drei heiligen Gegenstände haben. Viele, viele andere Items noch. Wir haben auch noch den Percy's Kompass, was ich mit dem halt bisher auch noch nicht wirklich viel getan. Wir haben noch richtig, richtig viele Items im Inventar und könnten damit sicherlich locker noch so 1000, 2000, 3000 Dollar oder Goldstücke machen. Geld, Gold, Gold. Ja, wir haben unsere Liebe, unseren Freund und zwei Söldner haben wir noch. Alle fünf Fähigkeiten zum Sammeln und alle fünf Fähigkeiten zum, alle Fähigkeiten zum Sammeln und hier zum Abhacken. Ja, ich würde sagen, Leute, bevor ich es hier weiter ausschweifen lasse, war es das gewesen mit Hero of the Kingdom 2. Ich hoffe, es hat euch genauso Spaß gemacht wie mir. Und dann sieht man sich irgendwann mal in dem nächsten Projekt wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Bye, bye.